Was geht ab und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video möchte ich nochmal über die Season 2 oder Season 12 in Fortnite sprechen. Denn einiges passiert wieder in letzter Zeit und einige Streamer haben sich tatsächlich auch schon zu Wort gemeldet und haben ihre eigene Meinung zu der nächsten Season abgegeben. Und das Ganze gucken wir uns natürlich an nach einer kurzen Unterbrechung. Es handelt sich nämlich um Ninja und Ninja hat sich dazu geäußert und dachte mal, er muss mal einige Worte verlieren gegenüber Fortnite oder Epic Games und für ihr Haben in letzter Zeit. Also bleibt auf jeden Fall gespannt und dran, um nichts zu verpassen. Gerne auch mal das Video euren Freunden vorschlagen, die sich ebenfalls für Fortnite interessieren, um mich ein kleines bisschen zu supporten. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der jeden Tag an mich glaubt und diese Videos hier am Morgen schaut, bevor er zur Schule geht. Also viel Spaß in der Schule und viel Spaß bei diesem Video. Ja, ihr habt schon mitbekommen, Leute. Es ist wieder ein kleiner Wirbel um Fortnite entstanden, um die Season 12 und das Ganze braucht Fortnite tatsächlich auch. Am 12. oder am, ich weiß gar nicht mehr, in 11 Tagen ungefähr ist es ja soweit, dass die nächste Season anbricht. Ich bin mega gespannt, was Epic Games daraus macht, denn sie müssen auf jeden Fall was daraus machen. Ansonsten haben sie wirklich verloren, denn die müssen so einen kleinen Hype wieder erschaffen oder mal wieder das Ganze zum Leben erwecken, denn in letzter Zeit ist es sehr langweilig geworden. Ja, tatsächlich sehr langweilig geworden, denn es passiert gar nichts. Wir kriegen hier und da mal wieder ein paar Herausforderungen, aber wirklich infosmäßig gibt es gar nichts, änderungsmäßig gibt es gar nichts und mich catcht das Spiel auch zurzeit nicht. Ich spiele es tatsächlich nicht, ihr habt es wahrscheinlich schon an den Gameplays gemerkt, dass ich ja einige Gameplays auch sogar schon verwende, die ich schon sehr, sehr lange aufgenommen habe, denn irgendwie bringt mich gar nichts, dieses Spiel zu spielen zurzeit. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn es ist ein Spiel, was mir eigentlich mal Spaß gemacht hat, aber dadurch, dass es alles mal so gleich ist, nervt es einfach. Aber auch einige Streamer haben sich zu Wort gemeldet und in diesem Video soll es mal um den Streamer Ninja gehen. Ninja kennt ja eigentlich jeder, ja, streamt mittlerweile nicht mehr auf Twitch, sondern auf Mixer, den ganzen, oh ja, die ganze Umstellung habt ihr ja mitbekommen, aber Ninja sollte man auch so aus der Fortnite-Szene kennen. Und Ninja hat sich tatsächlich dazu geäußert und er hat auch gesagt, also er hat sich zu der nächsten Season geäußert. Ich werde das ein bisschen zusammenfassen, ich werde das aber gleich nochmal einblenden. Und zwar hat er gemeint, dass sich die ganze, ja, dass Epic Games eine neue Engine eingebaut hat und, aber das Ganze irgendwie nichts bringen wird. Denn, ich meine, große Änderung haben wir nicht mitbekommen. Die Engine ist zwar jetzt da, aber irgendwie ist nichts Neues da, um ehrlich zu sein. Nicht diese krassen Effekte, die wir uns vorgestellt haben oder sonstige Sachen. Stattdessen haben einige Bugs mit dazu, was eigentlich übelst nervig ist. Keine Ahnung, was Epic Games da gerade versucht, aber sie müssen auf jeden Fall etwas versuchen. Und Ninja sagt auch, dass selbst wenn die nächste Season krass wird, dass sie keinen Hype mehr erzeugen können oder die ganzen Spieler wieder zurückbekommen werden. Denn es ist einfach eine zu lange Zeit vergangen, dass nichts Neues passiert ist, dass nichts in Fortnite passiert ist und dass Epic Games da auf jeden Fall einige Fehler gemacht hat in letzter Zeit und irgendwie auch das Spiel selber kaputt gemacht haben. Aber den genauen Wortlaut könnt ihr natürlich nochmal selber euch gleich reinziehen. Meine persönliche Meinung ist, dass es wirklich so stimmt. Also ich gebe ihm zu 100% recht. Epic Games versucht da einige Umstellungen, aber ändert das Spiel nicht und es bleibt einfach gleich. Und die Änderung bringt einfach gar nichts. Die bringt zwar Updates raus, aber diese Updates bringen genauso wenig. Und deswegen frage ich mich gerade, was wirklich beim Headquarter von Epic Games abgeht. Ja, im Büro, was machen die da? Das frage ich mich gerade. Die planen bestimmt die nächste Season, aber irgendwie kriegen wir wenig davon mit. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare damit, Leute. Oder lasst gerne auch mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Ich blende euch jetzt am Ende nochmal den Ausschnitt von Ninja ein, damit ihr euch das reinziehen könnt. Aber ich wünsche euch schon mal viel Spaß in der Schule. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. After them releasing the engine, so like the engine's out, we're playing on it. I think the season is going to be very, pretty average. And by average, I mean, I don't think it's going to be as godly and god-tier as people think it needs to be now. After seeing Epic and a lot of other, like, you know, super Epic fans and supporters tweeting out things like, don't overreact. This update's not going to change Fortnite that much. You know, the engine's not going to change Fortnite that much, blah, 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 blah. And now here we are, and we're playing on the engine right now currently. I don't understand at all what Epic is doing. Like, I have no idea what their gameplay plan is. To make the community wait 110, 120 days to add any mobility, they finally threw us a bone, tossed us a launch pad for content. But to really, like, honestly, what feels like deprive everyone of what they're used to, which is a lot of updates, a lot of new weapons, a lot of content. And then for the physics engine to be not as drastic as we all thought the change was going to be, I don't know what's going on. I don't know what they're gonna do.
The hell was that, dude? What was that interaction? And with the information that we're given right now, I don't see anything crazy happening. I don't see any crazy map changes. Epic has never just completely changed and blown up a map, like, for one season, like, this early on in, you know, like, it's usually throughout the entire season, something is happening, which leads us to a huge map change. There hasn't been any storyline this season. It's just been, like, little events, you know what I mean? Well, we're now in the Valentine event, and there was a Christmas event, and then there was a Halloween, was, like, pretty cool. But, like, nothing that really was affecting the map and changing it, you know? No cube, right? There was no cube. There was no floating island. There was no monster tracks. There was no big, massive robot being built in a volcano. There was no... Right? So, like, I mean, maybe they'll be able to do it. But I find it very hard to believe that within the next 12 days, Epic's going to be able to, like, hype some crazy shit up that's going to change the map and really make Fortnite Chapter 2, Season 2. Yes, they've added silly little things like the mech and the airplanes and stuff like that, but they ended up nerfing the airplanes towards the end of the season, and it was tolerable. Some people even missed the airplanes. The mechs were complete shit. Probably the worst thing they've ever added. But then they gave us a whole new canvas, but now it's up to them to prove that they know what they're doing. This new season is going to be really huge, man. But personally, I can't help but seeing that. I'm seeing a lot of people tweet it too. I feel like they put themselves in a position where if this does not do well, or if it isn't like incredible, people might not, you know, it's like one of those, like, it's like the last straw thing. But I also believe that Epic is, our Fortnite will never go away. Like, I don't think this game will ever